Okay, auf alle Fälle habe ich mir gedacht, wir machen heute mal einen Persönlichkeitsentwicklung-Zoom, einfach für eure Persönlichkeit, damit ihr überhaupt mal wisst, was ist denn Persönlichkeitsentwicklung, worum geht es da, was passiert da so. Und ja, in unserem Zoom geht es heute darum, wie man sich halt, wie man diese Persönlichkeit entwickelt, das heißt theoretisch und praktisch und was bedeutet das eigentlich, wenn man seine Persönlichkeit entwickelt. Und ich habe mir da ein paar Sachen rausgeschrieben. Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Also seid mir auch nicht böse, wenn ich jetzt mal auf meinen Zettel gucke, weil es mir halt wichtig ist, dass ich euch wirklich was Gutes mitgeben kann. Und der erste Punkt, was das bedeutet, dass man sich persönlich entwickelt, ist wirklich auch schon mal als Mensch, also wenn ich mich persönlich entwickle, werde ich als Mensch stärker und robuster. Das heißt im Endeffekt, wenn ich jetzt vor einer Schwierigkeit stehe, wenn ich vor einer Enttäuschung stehe oder vor einer Verletzung, egal was, man lässt sich halt dann einfach nicht mehr so leicht aus dem Ganzen rauswerfen, als wie wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Persönlichkeit noch nicht so stark entwickelt bin. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Man lernt das natürlich auch. Also man ist ja nicht von heute auf morgen persönlich entwickelt, sondern man lernt das. Und manche Menschen haben gewisse Fähigkeiten schon, die bringen gewisse Fähigkeiten schon mit, weil ihr müsst euch das so vorstellen, man fängt im Endeffekt schon an, dass man sich persönlich entwickelt, sobald man auf die Welt kommt. Weil wenn ich auf die Welt komme, dann kann ich das oder das noch nicht. Und man lernt ja, okay, jetzt habe ich Hunger, dann zeige ich mich so oder dies oder das, so in kleinen Steps, in kleinen Schritten. Und dann geht es ja im Endeffekt weiter. Wenn Kinder zum Beispiel, Kinder haben ja noch, sage ich jetzt mal, so einen richtig tiefgründigen Blick, die glauben an sich, egal was ist, die stehen immer wieder auf und das kann man auch ganz, ganz gut sehen, einfach in der Sicht, zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind, sorry, wenn jetzt ein Kind zum Laufen beginnt, also laufen lernt, das fällt ja unzählige Male hin und das steht immer wieder auf. Und ein Kind stellt sich niemals die Frage, okay, dann lasse ich das lieber bleiben und ich lerne einfach nicht laufen, sondern das macht einfach. Das heißt, es denkt gar nicht darüber nach, sondern es macht einfach, weil das Kind so Bock drauf hat, sich zu entwickeln und Dinge zu lernen, Fähigkeiten zu lernen, stärker zu werden und was mitzunehmen. Und das kann man sich wirklich, also ich glaube, alle Mamis wissen das, oder können das gut sehen, einfach an ihren Kindern, wenn die wenn sie sich so entwickeln. Und man kann natürlich auch Kindern einiges mitgeben. Tanita hat auch vorher gesagt, zum Beispiel, wenn die ihren Lou ins Bett bringt, dann sagt die dem immer, wie toll der ist und dass er auch bald Skateboard fahren lernt, wenn der einfach so weitermacht und übt und fleißig ist, dass sie den liebt, dass sie an den glaubt, dass er ein hübscher Junge ist oder der hübscheste Junge, dass er ganz toll ist, dass er alles erreichen wird, wenn er das möchte. Und so fängt im Endeffekt schon die Persönlichkeitsentwicklung an. Und wir als unsere Eltern haben sozusagen auch natürlich einen Teil damit beigetragen, uns persönlich zu entwickeln oder uns bei der Persönlichkeitsentwicklung dabei zu helfen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist im Laufe unserer Wachstumsphase, sage ich jetzt mal, im Laufe unserer Entwicklung, wenn es dann wirklich dann drauf ankommt, ich sage mal Kindergarten, da sieht man es wirklich noch, wie schön die Kinder sich großartig entwickeln, wie offen das sie sind. Und dann geht das wieder so einen kleinen Schritt zurück. Das heißt, wenn ich in die Schule komme, dann trete ich wieder vor das Thema, okay, jetzt geht es ums Fehler machen, mache ich einen Fehler, dann bin ich sozusagen schlecht. Und so wird unsere Persönlichkeit schon wieder so ein bisschen zurückgestuft und wir werden sozusagen von anderen Menschen ein bisschen eingeschränkt, was das anbelangt. Was natürlich sehr, sehr schade ist, was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber es ist leider so, können wir nichts verändern. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man, wenn man jetzt, sage ich mal, sich selbst versteht, wenn man dann schon so ein bisschen erwachsener ist und das Ganze auch so ein bisschen versteht, was das für einen Hintergrund hat, dass man wirklich anfängt, sich persönlich zu entwickeln, dass man anfängt, aus sich herauszuwachsen. Und ich sage mal so, das ganze Leben ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Die Persönlichkeitsentwicklung ist eine Reise ohne bestimmten Ziel. Und das macht auch richtig Spaß. Also die Persönlichkeitsentwicklung, das ist eigentlich so das Schönste, was man im Leben erleben darf. Weil wenn man daraus wächst, wenn man einfach offener wird bei gewissen Dingen,
Man sieht einfach die Dinge oder ganz, ganz viel anderes, schöne Sachen vom Leben. Und im normalen Leben ist es manchmal so, also ich nenne das gerne normales Leben. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hernehme, keine Ahnung, normales Jobleben. Ich arbeite jetzt irgendwo im Einzelhandel. Muss ich mich nicht wirklich persönlich entwickeln, da mache ich meine Aufgaben. Und wenn irgendwas schwierig wird, ihr kennt das vielleicht, viele Menschen nehmen dann einfach auch den einfacheren Weg. Und anstatt sich einfach mal auf das Schwierige einzulassen und persönlich zu wachsen. Das heißt, ich kann im normalen Leben immer so ein bisschen einen kleinen Ausweg nehmen, dass ich mich nicht persönlich entwickeln muss. Oder zum Beispiel, ich habe Höhenangst und im Endeffekt, ich brauche halt einfach nicht auf eine Leiter klettern oder ich brauche halt einfach nicht auf den Eiffelturm raufgehen und kann das Ganze so ein bisschen umgehen und muss mich nicht persönlich entwickeln. Und hier in diesem Business ist es aber anders, weil dieses Business hat eine Voraussetzung und das ist eigentlich die einzigste, mit der man sozusagen einverstanden sein muss. Das ist nämlich die Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Business nimmt für die verschiedensten Qualifikationen, für die verschiedensten Bereiche einfach Persönlichkeitsentwicklung in Anspruch. Das heißt, man sollte sich wirklich von Anfang an mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen und damit beschäftigen und wirklich Tag für Tag, Step für Step einfach so ein bisschen damit befassen. Wie man sich damit befassen kann, da gibt es einfach auch verschiedene Wege. Ich werde euch das im Laufe des Zooms so ein bisschen erklären, auch mit den verschiedensten Komfortzonen verlassen und so. Aber es gibt ganz, ganz viele Bücher, die ihr lesen könnt über Persönlichkeitsentwicklung. Da muss natürlich auch jeder so ein bisschen sein eigenes finden, ob der gerne Bücher liest, ob der gerne Hörbücher hört oder ob der sich gerne auf YouTube mal was anguckt. Also auch dafür wirklich offen sein, weil das kann wirklich weiterhelfen. Und auch ich, wenn ich sowas lese, zum Beispiel, ich habe mich heute für den Zoom vorbereitet und mir hat das selbst wirklich auch wieder was gebracht. Und so könnt ihr euch so ein bisschen was aneignen, was Persönlichkeitsentwicklung anbelangt. Natürlich versuchen wir auch euch so ein bisschen was mitzugeben. Und aber so könnt ihr das wirklich dann täglich einfach für euch integrieren, weil man ist auch nicht von heute auf morgen fertig entwickelt, sondern das kommt Step für Step. Und wichtig ist natürlich auch, man sollte sich damit nie unter Druck setzen, sondern wirklich jeden Tag so ein bisschen was dafür tun. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und was auch wichtig ist, egal, ob ihr jetzt Unternehmer seid oder ob ihr, keine Ahnung, im Sport Erfolg haben möchtet, nicht die Intelligenz, das heißt das Wissen, was sich ein Mensch aneignet, steuert den Erfolg oder entscheidet über euren Erfolg, den ihr haben werdet, sondern eure Persönlichkeit. Ein Unternehmer, der keine Ahnung, was alles studiert hat, und im Leben, sage ich jetzt mal, von der schulischen Ausbildung, vom Wissen her sich sehr viel angeeignet hat, kann trotzdem keine Persönlichkeit haben und deswegen nicht erfolgreich sein. Und einer, der vielleicht überhaupt nicht intelligent ist und nicht alle mathematischen Formeln kann, aber eine wahnsinnige Persönlichkeit hat, kann 100-mal erfolgreicher sein. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und jeder, egal ob jetzt hier in diesem Network Marketing oder in anderen Verkaufsbranchen, ich komme auch von der Verkaufsbranche, überall wird sich persönlich entwickelt. Überall gibt es solche Schulungen, wo einfach die Mitarbeiter sozusagen entwickelt werden. Und ja, genau. Genau. Ich gucke nur gerade, ob ich nichts vergessen habe. Was natürlich auch wichtig ist, was die Persönlichkeitsentwicklung anbelangt. Ihr seid ja hier in diesem Business, ihr geht ja hier in dieses Business und wisst ja alle, dass wir unsere große Community aufbauen, dass wir uns ein großes Team aufbauen oder schon alleine eure Facebook-Follower oder eure Instagram-Follower. Und was natürlich da ganz, ganz wichtig ist, man muss immer selbst ein Vorbild sein. Das heißt, man muss immer selbst so ein Stückchen weiter mit der Persönlichkeit entwickelt sein als die anderen. Weil wenn ihr im Endeffekt nur Menschen in der Freundesliste habt, die jetzt auf demselben Level wie ihr seid, das heißt von der Persönlichkeit genauso entwickelt, klar, vom Grundsatzdenken können die schon so sein wie ihr, das ist schon gut, aber ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Dann könnt ihr ja im Endeffekt den Menschen gar nichts mehr mitgeben, weil die wissen ja alles, was ihr denen an Value mitgibt auf eurem Post oder in euren Stories oder was auch immer. Und genauso ist es natürlich auch beim Team. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Team aufbaut oder ja, genau, wenn ihr ein Team aufbaut und ihr bleibt immer auf dem gleichen Level wie eure Partner unter euch, dann können die sich ja im Endeffekt von euch gar nichts mitnehmen. Das heißt, das Ganze wird ja im Endeffekt uninteressant für die, weil die können ja von euch auch gar nichts lernen.
Das heißt, man muss sich alleine dafür schon wirklich selbst persönlich entwickeln, damit man überhaupt erfolgreich ein Team aufbauen kann. Und man muss natürlich immer, ich sage gerne, 5 Schritte voraus sein, damit dein Team dann einen Schritt machen kann. Und das natürlich nicht nur im Tun und nicht nur bei irgendwelchen Zahlen, sondern hauptsächlich in der Persönlichkeit. Und ja, was macht die Persönlichkeit noch aus? Also es geht wirklich dann auch noch darum, dass man wirklich flexibler darin wird, wie man mit verschiedenen Schwierigkeiten umgeht. Ich sag mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel vor einem Problem stehe und das Problem ist jetzt ein größeres Problem und das beeinflusst mich jetzt gerade stark, dann kommt es im Endeffekt eigentlich auch gar nie drauf an, wie groß das Problem ist, sondern es kommt eigentlich immer drauf an, wie geht man selbst mit dem Problem um. Weil wenn ich jetzt ein Problem größer mache, als es eigentlich ist, dann ist es im Endeffekt unnötig. Und ein Mensch, der vielleicht noch nicht so entwickelt ist in der Persönlichkeit, der schupft sich gerne vielleicht das Problem ein bisschen mehr auf, als wie ein Mensch, der schon mehr entwickelt ist in der Persönlichkeit. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Gut, was ihr euch mitnimmt hier in der Persönlichkeitsentwicklung, weil auch ich war so ein Mensch. Ich habe mich sehr viel auf das Negative fokussiert. Bei mir standen sehr lange die Probleme im Vordergrund und das war natürlich auch der Grund, warum die Probleme nie weggegangen sind. Und jetzt zum Beispiel lege ich auch gar nicht den Fokus auf die Probleme, sondern ich lege auch wirklich oft den Fokus darauf, was für Chancen sich aus jeder Situation ergeben. Und nur weil das gerade ein Problem ist, heißt das nicht, dass man das nicht lösen kann und dass sich daraus nicht eine neue Chance ergeben kann. Und alles im Leben kommt so, wie es kommen soll, sage ich immer gerne. Natürlich kann man das selbst so ein bisschen steuern und immer das Beste daraus machen. Und da ist es natürlich auch ein riesiger Unterschied, wie ich entwickelt bin einfach. Und im Endeffekt fängt es da ja schon an, wenn ich jetzt auf Facebook eine negative Nachricht bekomme. Ein Mensch, der jetzt in der Persönlichkeit mehr entwickelt ist, und sich das einfach mehr zu Herzen nimmt, der geht natürlich damit besser um. Den juckt es im Endeffekt gar nicht. Also wie jetzt ein Mensch, der vielleicht in seiner Persönlichkeit noch nicht so stark ist. So. Dann werdet ihr auch viel, viel unabhängiger werden, wenn ihr jetzt in eurer Persönlichkeit entwickelt. Ich projiziere das gerne alles auf mich, damit ihr das auch so machen könnt oder für euch so mitnehmen könnt, einfach damit ihr das auf euch projizieren könnt. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich in seiner Persönlichkeit entwickelt, dann wächst man. Das heißt, man wird natürlich auch automatisch unabhängiger. Man denkt nicht mehr drüber nach, was andere von einem denken. Schon allein im Denken werdet ihr unabhängiger. Man macht sich mehr seine eigenen Gedanken über sich selbst. Entscheidet vielleicht mal schneller, ohne irgendwie sich 3 Tage zu überlegen oder man ist einfach offener und fliegt vielleicht mal ein Jahr ins Ausland, ohne da groß nachzudenken, weil das für einen vielleicht eine Chance ist. Also nur damit ihr so ein bisschen wisst, wie ich das meine. Und so könnt ihr natürlich auch viel, viel unabhängiger werden in diesem Business. Und da habe ich eh schon das gesagt, ihr werdet viel offener. Und das ist auch ganz wichtig. Man muss wirklich offen für alles sein. Man muss offen für viel Neues sein. Und ich sag mal so, ihr seid ja alle offen für was, sonst wärt ihr ja jetzt nicht hier. Es ist ja auch das, was Neues. Und ich kann euch wirklich versprechen, eine Persönlichkeitsentwicklung funktioniert eigentlich ganz einfach. Im Endeffekt könnt ihr das am besten machen durch Taten. Das heißt, ich zum Beispiel habe mich in meiner Persönlichkeit immer wieder entwickelt, wenn irgendetwas in meinem Leben geschehen ist, egal ob das gerade positiv war, weil ich mein Kind auf die Welt gebracht habe oder ob das negativ war in gewissen anderen Situationen. Ich glaube, jeder hat schon unzählige negative Situationen in seinem Leben. Man wächst einfach überall aus seiner Persönlichkeit. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und ich sage, okay, ich habe jetzt ein Problem, ich habe am Ende des Monats kein Geld auf dem Konto. Und vor 2 Jahren habe ich dann immer geguckt, wie ich das alles schaffen kann, habe zwar schon nach einer Lösung geguckt, aber war irgendwie trotzdem nicht wirklich in der Problemlösung, habe mich darum gekümmert, dass das nächsten Monat besser wird, sondern habe das halt so laufen lassen und habe mir halt jetzt nicht so krass die Gedanken drüber gemacht, immer erst dann, wenn die Situation einfach war. Und wie ich dann mit dem Business gestartet bin, das war natürlich auch schon davor, wo ich mich ein bisschen persönlich entwickelt habe, weil ich einfach gesehen habe, okay, Dani, du hast im Endeffekt immer Ende des Monats Geldprobleme und weißt nicht, wie du dir das Essen finanzieren kannst oder sonstiges. Und hier hast du einfach ein Business,
was du einfach als deine Chance ansehen kannst, wo du einfach wirklich was verändern kannst. Das heißt, ich war offen einfach für Neues, weil ich gesehen habe, dass das meine Chance war und bin auch mit dem Problem, dass ich Ende des Monats kein Geld mehr auf dem Konto hatte, ganz anders umgegangen. Denn ich habe was geändert und ich habe was gemacht und ich habe daraus gelernt. Das heißt, meistens muss auch manchmal etwas zweimal passieren hintereinander, dass man dann wirklich daraus lernt und dass man das Ganze anders macht. Und so entwickelt man sich auch in seiner Persönlichkeit. Wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und ihr habt ja alle jetzt dieses Business gestartet und dieses Business ist eine krasse Persönlichkeitsreise, dann ist es ja so ein bisschen euer Projekt. Das ist ein Projekt, wo ganz, ganz viele Eigenschaften von euch einfach, wie soll ich sagen, wo ihr ganz, ganz viele Eigenschaften von euch kennenlernen dürft. Das eine ist zum Beispiel die Freude, die man an diesem Business hat. Das andere ist aber auch manchmal vielleicht, weil man gerade vielleicht ein bisschen versagt hat oder diesen Monat nicht so gerockt hat. Das andere ist vielleicht, weil man einfach auch so ein bisschen merkt, wie manche Menschen auch vielleicht einfach sein können oder so. Dann gibt es natürlich auch die Persönlichkeitsentwicklung, wenn man mit seinem Team was macht, wenn man sich selbst reflektiert, weil man für sein Team die Zooms macht oder Webinare hält, weil man will, dass sein Team weiterkommt, weil man will, dass andere Menschen auch erfolgreich werden, nicht nur man selbst. Und im Endeffekt entwickelt uns jeder Kunde, den was wir neu dazu gewinnen. Weil bei mir wird es immer so, jeden Kunden, den ich dazu gewonnen habe, der hat mich natürlich positiver gestimmt. Der hat mich wieder so ein bisschen zielstrebiger gemacht. Und das, was ich hier mir aufgebaut habe, ist sozusagen mein Projekt, in dem ich einfach diese ganzen Sachen erleben darf, in dem ich mich eben persönlich entwickeln darf. Was natürlich auch praktisch zur Persönlichkeitsentwicklung richtig krass beiträgt, ist Sport und gesunde Ernährung. Weil jetzt nehmt mal einen Mensch her, zum Beispiel bei mir, bevor ich die Challenge gestartet habe, ich habe viele Kilos zu viel gehabt, ich habe mich nicht wohl gefühlt und mir ging es damit natürlich auch nicht gut. Das heißt, mein Selbstvertrauen war gleich null. Klar, ich war immer schon eine selbstbewusste Person und hätte mir jemand was gesagt, ich hätte nicht mehr Maul gehalten, aber trotzdem fühlt man sich nicht wohl. Man denkt sich dann so, ja, die anderen finden einen so und so oder keine Ahnung, ihr wisst, wie ich das meine. Und wenn man dann jetzt an sein Ziel kommt, wenn man Sport macht, wenn man einfach zielstrebig ist, die Projekte angeht und dann wird man ja auch immer stärker, man wächst aus seiner Persönlichkeit, man kommt aus sich raus und die ganzen guten Eigenschaften, die man hat, die werden dann wieder mehr präsentiert sozusagen. Das heißt, es gibt natürlich verschiedene Arten, wie man praktisch sich selbst auch persönlich entwickeln kann. Und jeder hat ja nicht jetzt so, sag ich mal, dieses Challenge-Problem, wie ich hatte, aber ihr habt ja dieses Business, was ihr einfach auch als Projekt annimmt, sorry. Und ja, was natürlich auch ein richtig großer Punkt ist, wir lernen uns hier auch richtig gut selber kennen. Das heißt, wir lernen uns selbst besser kennen. Jeder Mensch hat ja seine negativen Eigenschaften, jeder Mensch hat ja seine guten Eigenschaften, doch trotzdem kennt man sich oft selbst gar nicht so richtig und weiß eigentlich gar nicht so richtig, wer man ist, was man sich so vorstellt, was man gut kann. Ich glaube, wenige Menschen können, und das fängt im Endeffekt auch schon bei einem Bewerbungsgespräch an, wenn ihr jetzt gefragt werdet, okay, was sind denn eure Stärken oder was sind denn eure Schwächen oder was könnt ihr denn gut oder was zeichnet euch denn aus? Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Die Frage sollte man sich wirklich auch stellen, schon alleine für dieses Business beim Posten zum Beispiel und natürlich auch für diese Persönlichkeit. Und so lernst du dich natürlich auch selber immer, immer besser kennen. Dadurch, dass du in diesem Business sehr oft an deine Grenzen gehen wirst oder dass wir in diesem Business an unsere Grenzen oft stößen und die kennenlernen sozusagen, und immer wieder neue Grenzen kennenlernen, lernen wir uns natürlich auch selbst wieder besser kennen in den verschiedensten Situationen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Misserfolg hatte, wenn ich einen Erfolg hatte, einfach wie man selbst reagiert. Und das ist wirklich wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag von mir hernehme und in diesem Tag ist dieses und jenes passiert, dann kann man sich am Abend auch durchaus mal hinsetzen und das Ganze reflektieren und mal gucken, okay, wie habe ich eigentlich in der Situation jetzt gerade reagiert? Ist das gut gewesen oder bin ich eigentlich gar nicht so, wie ich da reagiert habe? Und so funktioniert genauso eine Entwicklung. So. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist und was am einfachsten eigentlich ist, wie man sich wirklich am einfachsten persönlich entwickelt, ist, indem man täglich gewisse Komfortzonen verlässt.
Und ich glaube, jeder hat in diesem Business oder verliert in diesem Business einige Komfortzonen. Bei vielen fängt es einfach auch schon beim Posten an. Für mich war das damals zum Beispiel auch eine Komfortzone, dass ich meinen ersten Post mache. Mein Upline musste mich 2 Wochen dazu überreden, dass ich den ersten Post raushaue, weil ich mir immer gedacht habe, okay, gut, ich habe zwar vorher schon sowas gemacht, habe zwar nicht viel auf Facebook gepostet, hatte meine Gruppe auf Facebook, aber jetzt auf meinem Profil posten, was könnten denn die anderen Menschen von mir denken? Und dadurch, dass ich dann meine Chance gesehen habe, habe ich einfach gemacht. Und es hat sich richtig gut angefühlt, wie ich diese Komfortzone verlassen habe. Und ich bin wieder aus mir gewachsen, weil ich die verlassen habe. Ich bin nicht drinnen geblieben, sondern ich habe die verlassen. Vor dem ersten Live-Video war ich richtig nervös. Ich war so nervös. Ich hätte das am liebsten aufgenommen und dann mir 10-mal angeguckt und hätte es dann wahrscheinlich eh nicht gepostet. Aber ich habe die Komfortzone verlassen. Ich habe einfach gemacht. Ich habe einfach meinen Kopf ausgeschalten und habe gemacht. Und das hat mich wieder wachsen lassen. Von meinem ersten Start-up-Zoom damals mit über 200 Menschen. Ich war richtig nervös mit Tanita. Ich habe die, glaube ich, 10-mal gefragt, was ich sagen soll. Ich habe die danach 10-mal gefragt, ob das okay war. Ich habe die gefragt, ob das okay war. Und ich habe es aber einfach gemacht und bin aus meiner Persönlichkeit entwickelt. Das heißt, auch wenn man einfach mal neue Dinge ausprobiert oder zum Beispiel, jeder hat ja irgendeine Angst. Ja, jeder hat ja irgendeine Angst. Und ich befasse mich gerade zum Beispiel mit dem Thema, meinen Ängsten, weil im Endeffekt alles, egal was auf dieser Welt dich beeinflusst oder was dich nach vorne treibt, egal was, beginnt immer im Kopf. Und auch eine Angst beginnt im Kopf. Und ich nehme jetzt zum Beispiel ein Beispiel, die Barbara Eckel, die hatte immer unheimliche Höhenangst und war letztens im Baumkronenweg und ist da, glaube ich, 60 Meter über die Höhe über eine Stunde gegangen. Und die hat ihre Komfortzone verlassen. Das heißt, die hat sich konfrontiert mit dem, was sie eigentlich nicht machen wollte oder vor dem sie eigentlich Angst gehabt hat oder vor dem sie nervös war oder Sonstiges. Und das ist auch wichtig. Man kann im Endeffekt nur aus sich wachsen oder Ängste verlieren oder Sonstiges. Und da spreche ich natürlich immer von der Persönlichkeit, wenn man auf Konfrontation geht. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause sitze im Bett und nie irgendwas verändere oder nie irgendwas mache, dann wird sich natürlich auch nichts verändern. Zuerst muss man nämlich selbst was verändern, damit sich wirklich was verändern kann im Umfeld. Also zuerst muss man sich selbst verändern. Und da ist es wirklich wichtig, dass man auf Konfrontation geht. Und ich habe auch ganz, ganz viele Sachen, die ich zum Beispiel vor 2 Jahren nicht gemacht hätte oder die nicht in meinem Kopf gewesen wären, wo ich mir dachte, so, okay, Dani, du machst das jetzt. Zum Beispiel Bungee-Jumpen wollte ich immer gerne machen, aber irgendwie habe ich mich nie getraut. Oder zum Beispiel einfach einen riesigen Berg besteigen oder Sonstiges. Jeder hat ja so seine eigenen Dinge. Und jetzt dadurch, dass ich mich persönlich entwickelt habe, dadurch, dass ich offener geworden bin für alles eigentlich auf dieser Welt, habe ich richtig Bock drauf, diese Sachen zu machen und diese Komfortzone zu verlassen, weil ich weiß, dass es mich selbst einfach wieder richtig stärker macht und mich weiterbringen und mich persönlich entwickelt. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr eine Komfortzone habt und auch wenn das nur die Komfortzone ist, dass man vielleicht statt um 8 Uhr schon um 6 Uhr aufsteht, dann macht das. Verlasst die Komfortzone, weil nur die Menschen, die Komfortzone verlassen, die können auch irgendwann mal das machen, was andere Menschen, die in der Komfortzone sitzen, nicht machen können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also Komfortzone verlassen mit dem Thema sind wir, glaube ich, täglich konfrontiert und das ist was Gutes, das ist was Wichtiges und das ist eigentlich wirklich ein Riesenpunkt, was zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Dadurch, dass man natürlich seine Komfortzone verlässt und einfach aus sich herausgeht, ohne darüber nachzudenken, das ist ganz wichtig, weil manchmal denkt man einfach zu viel, man stellt sich dann immer die Frage, okay, soll ich das jetzt tun oder soll ich das jetzt nicht tun oder nee, ich mache das lieber morgen. Nee, ich mache das dann übermorgen. Okay, nee, heute sage ich wieder, ich mache das morgen. Und so geben wir auch dem Gehirn viel zu viel Zeit, darüber nachzudenken. Und unser Gehirn bleibt lieber in der Komfortzone sitzen. Und es wird sich am Ende dafür entscheiden, dass ihr das nicht macht. Also wenn ihr sowas habt, einfach nicht überlegen. Ich zähle gerne 3 Sekunden einfach runter und stehe auf und mache das dann. Und so lernt ihr natürlich auch eure Grenzen kennen. Das heißt, jeder hat ja so gewisse Grenzen und natürlich kann man nicht alle Grenzen wissen, sage ich jetzt mal, weil man vielleicht vieles noch nicht ausprobiert hat. Deswegen stößt man immer wieder auf neue Grenzen und das ist aber auch wichtig und das ist aber auch gut.
Weil ich glaube wirklich, ich bin in diesem Business noch nie so stark an meine, also ich bin generell in meinem Leben noch nie so stark an meine Grenzen gegangen wie in diesem Business hier. Und es hat sich gelohnt. Jedes Mal hat es sich gelohnt. Es hat richtig Spaß gemacht. Und es ist im Endeffekt Monatsende. Ihr kennt das, glaube ich, alle. Wenn es einfach dann drunter und drüber geht, wenn man 5 vor, keine Ahnung, 10 noch 3 Kunden benötigt. Und man tut einfach und man macht einfach und man geht an seine Grenzen. Man holt sich wirklich jedes Ass aus den Ärmeln, damit es einfach nur funktionieren kann. Es ist jetzt nur ein Beispiel. Ich projiziere das natürlich jetzt auf das, aber es ist für alles im Leben. Und am Ende hat man es dann vielleicht geschafft oder auch wenn man es nicht geschafft hat, man fühlt sich einfach richtig gut, weil man weiß, okay, man hat alles dafür getan, was in seiner Macht steht. Und wenn ihr eine Grenze dann kennengelernt habt, dann ist es für euch keine Grenze mehr, sondern dann geht ihr zur nächsten Grenze. Und so geht es immer weiter und so, das lasst euch natürlich auch aus euch herauswachsen. So, was natürlich auch ganz wichtig ist, ihr werdet natürlich auch viel mehr Selbstverantwortung übernehmen, automatisch in allen Hinsichten. Und dadurch, dass man sich persönlich entwickelt, hat man einfach Mindset-technisch, und Mindset ist ja im Endeffekt, das sind die Gedanken. Und Mindset-technisch hat man dann natürlich einen anderen Stellenwert. Ich sag mal so, ich hab ein anderes Mindset wie meine Schwester. Meine Schwester hat dieses Mindset, dass sie jetzt zum Beispiel beim Finanzamt arbeitet und jeden Tag ihren Job macht. Die fliegt jetzt 2 Wochen nach Amerika, dann bis Ende des Jahres arbeitet die wieder durch. Und das ist ihr Mindset. Das ist für die okay. Das ist, so stellt sie sich gerade ihr Leben vor. Und so ist sie sozusagen begrenzt in ihrem Kopf. Und mein Mindset ist einfach anders. Ich möchte zum Beispiel mehr vom Leben. Ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, einen 24-7-Stunden-Job zu arbeiten oder 40-Stunden-Job in der Woche zu arbeiten und nur 5 Wochen im Urlaub haben zu wollen, sondern ich möchte einfach mehr. Oder mein Mindset zum Beispiel, keine Ahnung, eine Freundin von mir wurde auf der Straße blöd angeredet und regt sich den ganzen Tag drüber auf. Ich zum Beispiel habe ein Mindset, ich werde blöd angeredet und mir ist das egal. Ich mache weiter und im Endeffekt nach 5 Minuten habe ich gar nicht, also denke ich gar nicht mehr drüber nach. Das heißt, ich bin auf einem anderen Mindset. Und so dadurch, dass man dann nicht mehr gleich ist sozusagen und nicht mehr natürlich auch dasselbe Interesse teilt, stößt man natürlich auch manchmal auf Ablehnung. Ja, das heißt, bei manchen Menschen stößt man dann wirklich manchmal auf Ablehnung. Die können das vielleicht auch natürlich nicht verstehen, warum man jetzt so oder so denkt, weil alle anderen denken ja so. Und das dürft ihr aber nicht negativ sehen, sondern das ist ganz normal. Das könnt ihr euch im Endeffekt so vorstellen. Für euch wird es ja auch langweilig, wenn ihr dann mit jemandem nonstop Zeit verbringt, der zum Beispiel arbeitslos ist und wirklich gar nichts für sein Leben machen möchte und jeden Tag nur dahin vegetiert und einfach auch nichts zu erzählen hat oder sonstiges. Blöd gesagt, nur ein Beispiel. Also man hat einfach andere Interessen, man geht einfach weiter und das ist wirklich was ganz Normales. Und das möchte ich auch wirklich dazu sagen und möchte ich wirklich auch sagen, dass das nichts Schlimmes ist. Man wird dadurch natürlich auch den einen oder anderen Freund verlieren. Und ihr habt bestimmt schon so Situationen, wo ihr vielleicht einen Freund gehabt habt, im Kindergarten, den ihr in der Schule dann noch gehabt habt und dann einfach nicht mehr, weil sich die Wege einfach getrennt haben, weil jeder in eine andere Richtung gegangen ist, weil sich der eine vielleicht mehr entwickelt hat und der andere einfach nicht. Und das ist auch hier in diesem Business. Ich sag mal so, mir ist das schon vorher passiert. Ich hatte damals schon Freunde, mit denen ich einfach Zeit verbracht habe. Dann habe ich mich weiterentwickelt und bin auch Mama geworden, weil auch das hat mich weiterentwickelt. Und die sind natürlich nicht mitgegangen, die haben sich nicht entwickelt. Und ich bin sozusagen weitergezogen. Und dann hat sich natürlich auch unsere Freundschaft auseinandergelebt. Und in diesem Business ist es manchmal aber drastisch, weil das einfach ein neuer Schritt ist, das ist einfach ein neuer Weg. Und im Endeffekt, sobald man dieses Business startet, denkt man ja vorher schon so dran, dass man einfach was Neues machen möchte, dass man einfach mehr vom Leben will, dass es einem das einfach nicht genügt. Und so haben sich bei mir auch damals beim Business einfach ein paar Freunde verabschiedet. Aber die haben nicht zu mir gesagt, Dani, ich will jetzt nicht mehr mit dir befreundet sein, sondern ich bin halt weitergezogen und die halt nicht. Unsere Freundschaft hat sich ganz langsam auseinandergelebt und das war auch gut so und das ist natürlich auch wichtig so. Und
im Endeffekt geht es einem auch nicht ab. Ich könnte mich zum Beispiel nicht mit, also ich habe ein paar Leute in meiner Umgebung, die jetzt mindset-technisch nicht dasselbe möchten wie ich. Zum Beispiel Familie, klar, nicht jeder hat so andere Interessen. Familie lässt man ja nicht einfach so im Stich. Oder meine Schwägerin zum Beispiel, die ist halt glücklich, dass sie jeden Tag über ihr Leben meckert und nichts dran verändert. Aber für mich ist es halt einfach echt mühselig manchmal, wenn ich dann mit so einem Menschen zusammensitze oder meine Zeit verbringe, weil es mir einfach keinen Mehrwert gibt, weil ich mich mit sowas nicht identifizieren kann und weil mich das wirklich in meiner Persönlichkeit wieder runterzieht. Und wenn ich zum Beispiel dann mit einer Tanita zusammensitze, die einfach dieselben Ziele wie ich hat, wo ich einfach weiß, okay, sie ist auch schon weiter als ich, von ihr kann ich was lernen, die nimmt mich sozusagen mit und gibt mir die Hand. Und auch wenn man das jetzt mit Gesprächen vergleicht, wir sind einfach wirklich auf demselben Level, dann bringt mir das, also dann macht es einfach viel mehr Spaß. Dann bringt mir das wirklich einen Mehrwert und dann habe ich auch viel mehr Freude daran, mich mit den Menschen zu unterhalten, mit den Menschen Zeit zu verbringen. Und das ist ja auch im Endeffekt, was immer gesagt wird, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun, die dich weiterbringen oder die eben die gleichen Ziele haben oder einfach die dir gut tun einfach. Und das ist auch so. Man merkt das dann natürlich selbst, wenn man einfach mit dem Menschen zum Beispiel keine Zeit mehr verbringen möchte. So merkt man das natürlich so ein bisschen selbst. Und so, jetzt gucke ich noch, ob ich noch was vergessen habe. Was natürlich immer hilft, und das sagen wir eh in jedem Zoom, aber ich sage es jetzt einfach auch nochmal dazu, ist halt auch wirklich positives Denken. Egal in welcher Hinsicht, und ich habe heute einen Post gelesen, wo halt wirklich drinnen gestanden ist, einfach mal probieren, dass man eine Stunde ab und zu wirklich einfach nur lächelt. Also das heißt, keine Ahnung, eine Stunde und alle 5 Minuten mache ich mir einfach mal einen Grinser ins Gesicht. Auch wenn ich gerade nichts zu lachen habe oder wenn es gerade scheiße läuft, ich lache einfach. Und ich habe es wirklich vorhin ausprobiert und mein Freund ist gegenüber von mir gesessen und hat so gesagt, boah, du hättest den Film gestern sehen müssen. War so ein Horrorfilm, du siehst gerade aus wie die eine. Und... Aber es tat wirklich gut. Es tat wirklich gut. Und er hat dann auch angefangen zu lachen. Er musste automatisch lachen, weil ich lachen musste. Und somit war im Endeffekt auch, weil vielleicht gerade eine scheiß Situation war, die Situation gar nicht mehr scheiße, sondern witzig. Und wir haben die ganze Zeit nur gelacht. Und ich habe das wirklich ausprobiert und es tut einfach gut. Das heißt, wirklich probiert es einfach mal aus, dass ihr einfach wirklich bewusst am Tag öfter einfach lacht. Auch wenn es vielleicht gerade nichts zum Lachen gibt, probiert es wirklich mal aus, weil im Endeffekt und das gilt für jede Hinsicht, wir haben nur dieses eine Leben. Und warum soll ich dieses eine Leben negativ verbringen? Warum soll ich dieses eine Leben ständig irgend so ein Schmollkopf sein und alles negativ sehen und eine Zicke oder keine Ahnung was? Und warum sollte ich das Leben oder jede Sekunde eigentlich nicht genießen und positiv betrachten? Und egal, was in diesem Business für eine Herausforderung vor euch steht, nehmt die Herausforderung dankend an und geht einfach drüber und macht es einfach. Denkt nicht immer drüber nach, was denn alles passieren könnte oder warum denn was nicht funktioniert. Ich habe letztens gesagt, ich glaube, das war in einer Sprachnachricht oder ja, das habe ich, glaube ich, zu Tanita gesagt, kein einziges Mal in diesem Business habe ich mich gefragt oder habe ich mir diese Phrase in den Kopf geworfen, dass das nicht funktionieren wird. Kein einziges Mal. Ich wusste immer, dass das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann habe ich das passend gemacht und habe geguckt. Das ist wirklich krass. Also das kann ich bestätigen in den 2 Jahren. Nee, hörst du mich wieder nicht? Dein PC. Scheiße. Warte, ich komme wieder. Genau. Und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr diese Gedanken gar nicht in den Kopf bringt, dann kommt es auch gar nicht dazu, dass was nicht funktioniert oder Sonstiges. Und deswegen denkt positiv, egal was passiert. Ich habe heute erfahren, dass ich jetzt eine Reparatur bezahlen muss an meinem Auto und die kostet 800 Euro. 800 Euro. Mit 800 Euro könnte ich in den Urlaub fliegen oder keine Ahnung was machen. Und ich muss es jetzt in mein Auto stecken. Aber es ist halt so. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das irgendwie bezahlen kann. Weil ein anderer könnte es vielleicht nicht. Und man muss wirklich aus allem im Leben das positive Fazit draus ziehen. Und schon alleine das, wenn ihr das gelernt habt,
seid ihr in eurer Persönlichkeitsentwicklung einen Schritt weiter. Probiert es wirklich mal aus, dass ihr euch wirklich jetzt einen Monat lang nur auf das fokussiert, was funktioniert. Man darf sich auch mal aufregen. Ein gut persönlich entwickelter Mensch bedeutet nicht, dass er nie böse drauf ist oder dass er nie schlecht